So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breath of Fire 3. Was hat er gemacht? Jede Menge hat er gemacht. Ja, wenn ihr mein Geld anseht, miese. Aber guckt euch die Level an. 31, 29, 29. Da ist passiert, da ist viel passiert. Und die Waffen. Ich habe nicht alles gekauft, was ich konnte. Deswegen habe ich auch kein Geld mehr. Und nochmal. Wie gesagt, ich habe die besten Sachen gekauft, die ich jetzt kriegen konnte. Alle im Kombinat. Und ja, ich glaube, Ryu hat ein paar Sachen gelernt hier, wie zum Beispiel Wiedererbe oder Wiederbeleben, soll es heißen. Aha. Er belebt tote Partner, ja. Bessere Form von Toten erwecken. Er hält mehr. Momo hat noch gelernt. Ich glaube, Toten erwecken. Und Ragnarök. Ihr kennt es bestimmt noch vom Pilz. Und Rai hat gelernt, ich glaube, Tod. Ja, sonst war nichts Besonderes. Ich habe ein paar Sachen umgetauscht hier im Menü. Die Fähigkeiten aus Feuerwind und Donner habe ich Momo alles gegeben und ja, sonst war nichts weiter Besonderes. Okay, ich war natürlich nicht bei den Elfen. Ich habe jede Menge gekämpft. Die Kämpfe waren lustig, muss ich sagen. Es ging relativ schnell. Besser, als ich gewartet hätte. Aber ich wollte jetzt nicht auch übertreiben unbedingt. Deswegen ganz gut. Okay. Was erwartet uns denn jetzt bei den Elfen? Vielleicht ist das Dorf schon fertig. Möglicherweise, wir wären nämlich kurz davor. Sterberate! Wow! Wagner, Nahrungsmangel. Schaffe neuen Platz, entdecke neue Heimat. Quinn hat neue Handelswaren. Okay. Okay, das waren, glaube ich, nur sowieso Idioten. Schlecht, aber trotzdem. Hätte nicht sein müssen, egal. Okay, wollen wir mal gucken, wen wir noch übrig haben jetzt. Dann werde ich mal gucken, wen ich noch so schön. Also erstmal gucke ich, was ich für Food habe noch. Null. Ist nicht gut. Dann mehr auf die Jagd, mehr auf die Jagd. Wir haben eh keinen Platz mehr zum Bauen. Ich habe keinen Waffenhändler mehr. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Forscher. Sucht nach Objekten. Ja. Weißer, machen wir den Forscher noch rein. Ich habe nur momentan keine Elfe, die ich da reinpacken kann. Förderung von Jobs. Yo, Kultur ist eh fast ganz oben. Okay, ich habe meine ganzen Leute sind verreckt hier. Schlecht. Wir haben keinen Platz mehr, um Häuser zu bauen. Ja, wir sind baulich sind wir fertig. So sieht das Dorf dann aus. Das heißt, ich kann alle, die roden und bauen, wegnehmen. Auf die Jagd schicken, wenn sie es können. Also nochmal hier ran. Okay, ja, muss ich ein bisschen was zur Nahrung machen, was ich jetzt auch nicht unbedingt verstehe, warum das so wenig geworden ist. Ich hätte vielleicht mal zwischendurch zugucken sollen. Gut, Kultur bleibt dabei. Hotel lasse ich auch drinne. Gut, du kannst nichts anderes machen. Geh du mal noch Kultur und du machst den Waffenladen erstmal weiter. Und dann muss ich mal gucken, wer noch, den ich noch auf die Jagd schicken kann. Quinn zum Beispiel. Ich ein bisschen Fressen noch an Krieg hier. Und das ist auch erstmal so in Ordnung. Gut, müssen mal gucken, wie es mit Waren aussieht. Ne, warte, hier war das Hotel. Ich sollte mir das mal aufschreiben irgendwie. Hier ist der Geschenkeladen, da kann ich doch mal hingehen. Hallo, hier ist euer Geschenk. Mal gucken, was kriegen wir. Wir kriegen Eiweiß. Abwehr. Und nochmal Eiweiß bestimmt bei. Ja, genau. Zweimal Eiweiß. Gut. Oder besser gesagt, nicht gut, denn ja. Wie gesagt, das Haus ist fertig, der Platz ist fertig hier. Wir sind voll durch, ausgerüstet und so. Gut, hier gibt's Hochschuhe und so ein Quatsch. Ich lasse es mal so drinne. Ja, ich habe mit Dings geheilt und so. Vitamine und sowas. Damit ich länger leveln kann. Na gut, dann will ich jetzt mal die Elfen in Ruhe lassen und wir wollen jetzt nächsten Dungeon. Denn ich möchte doch mal langsam zum Ende kommen. Oder was heißt zum Ende kommen? Weiterkommen, sagen wir es mal so. Außerdem, ja, es gibt mittlerweile, was ich begrüße, sage ich mal, mehrere Let's Play Breath of Fires. Also meins ist nicht mehr das einzige seit ungefähr einer Woche. Aber ich bin ja bald fertig, also ist das nicht mehr so tragisch. Die haben beide erst angefangen, oh, Zwischenszene. Ja, hier
hier geht's gleich weiter. Oh, das wird das sehr lustige Dungeon hier. Das wird sehr, sehr... Ja, das ist noch eines der schlimmsten Dungeons mit, wie ich finde. Was ist das? Ich glaube, wir brauchen Gar hier drin, wenn ich mich richtig entsinne. Wenn wir uns das näher ansehen, finden wir vielleicht raus. Finden wir es vielleicht raus. Gut, ja, die anderen beiden Let's Player, die jetzt gerade angefangen haben, ein Blindrun und ein Nicht-Blindrun, glaube ich. Oh, geil. Die sind, ja, das sind. Aber Nicolas Ballina, ein bekannterer Let's Player. Und einmal Flobo King. Auch etwas bekannter, sage ich mal, als ich jedenfalls. Probieren wir mal Ragnarök aus. Beide, wie gesagt, erst angefangen jetzt mit dem Spiel. Wow, der war schwach. Naja, egal. Wie gesagt, ich bin ja schon 145 Parts weiter als beide ungefähr. Also ist das nicht so weit schlimm. Wow. Wie gesagt, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Ich werde mir auch beide mal anschauen, wie sie sich so schlagen im Spiel. Ob ich so lahmarschig bin, dass ich hier nur blöd rumrenne. Oder ob ich ganz gut zeitlich dabei liege. Kann ich hier runter? Ich will die Kiste haben. Ja. Hier gibt's neue Gegner, vor allem. Hadron. Warum auch beide zweimal drinnen sind, weiß ich nicht. Die unheimlich schwach sind. Denn die sterben mit einem Schlag. Der irgendwie nicht. Okay. Verstehe ich nicht, aber egal. Lustigerweise sind die Gegner vergiftet. Die kann man heilen. Warum? No idea. Was das bringt. Gut, hier ist doch dieses komische Teil. Das sieht nach Teilen von einer Maschine aus. Vielleicht hat das was mit dem Zimmer unten drunter zu tun. Merkwürdig, gehen wir mal rein. Jupp, jupp, jupp. Ah, ein, wir kennen schon, ein Teleporter. Der aber aus ist anscheinend. Sieht aus wie, wie die Apparatur, die sich im Keller von Burg Vinja befand. Mit ihm können wir scheinbar reisen, wohin wir wollen. Yo, aber erst später. Du fandest Schlüssel. Helden! Lass das eh weg beim Schlüssel. Schlüssel. Ja, wofür ist der Schlüssel? Ich weiß es nicht. Da müssen wir mal gucken. Hör noch ein Hadron. Irgendwann heile ich sie mal von ihrem Gift. Was das bringt, ich weiß es nicht. Die Gegner sind jedenfalls nicht so sonderlich stark. Vielleicht Giftschaden. Ja, da seht ihr es. Er ist vergiftet. Ich kann sein Gift aufheben, aber... Ich glaube, dann vergiftet er mich selbst. Also, wird er mich vergiften. Ja, egal. So, wofür ist denn mein Schlüssel? Denn ich zeig nochmal, wo der ist hier. Wichtige Objekte. Ich glaube, da waren wir schon mal drin, ne? Da ist er, Schlüssel. Schlüssel zum Tor öffnen. Ja, wunderbar. Das hilft mir irgendwie gar nicht weiter. Wollen wir doch mal gucken. Hier mal runter. Mal hier rein. Das sieht ziemlich im Arsch aus und ich habe da gerade einen Beutel gesehen, wo was drin war. Frau Mörder, jetzt sehen wir sie von vorne. Von denen habe ich übrigens auch was gelernt. Den gezeichneten Schlag oder Gezeitenschlag. Ich weiß es nicht, wie das Ding heißt. Was einen umbringen kann. Aber selbst auch. Also finde ich den irgendwie komisch. Tiefenköder. Bestimmt was zum Angeln. Die Schränke gucke ich mal. Na doch, ich muss es tun. Sonst lässt mir mein Seelenfrieden keine Ruhe. Ich kann da nichts gucken. Okay. Dann wollen wir uns mal weiter umsehen. Und ich habe da was gesehen, wo ich gerne hin möchte. Oh, ein Kreis. Du ergreifst die Initiative. Ja, der sieht aus wie... Ihr kennt ihn noch. Den komischen Meister, den wir schon mal hatten. Wie hieß er nochmal? Ich hab's vergessen. Das sind Magier. Die alle nicht viel aushalten hier. Aber ihr seht, wie viel Erfahrung ich benötige fürs nächste Level. Da geht's auch rein. Will ich mal gucken. Hier geht's einmal durch. Okay, jetzt bin ich hier. Sehr verwirrend. Sehr, sehr verwirrend. Ja, ich denke, kämpfen geht eh schneller als flüchten. Viel Leben haben sie. Aber es ist ja auch immer nur einer anscheinend. Okay. Wunderbar.
Mittelmäßig Geld. Ja. Hier ist zu. Haben wir gleich. Hoppala. Ah, ich hasse es. Ah. Nein, geht nicht auf. Okay. Da nicht. Liegt ja noch was hinter der Wand. Möglich. Möglich. Aber hier nicht. Hier. Ich sehe nichts. Einfach mal tasten. Nein. Hier. Auch nicht. Gut, da drüben komme ich nicht weiter. Da liegt Schrott im Weg. Dann will ich nochmal hochgehen und nochmal gucken, wie ich da jetzt zu dieser besagten Stelle komme. Noch ein Hadron, noch ein anderer Hadron. Jetzt wird es mir langsam etwas zu eigenartig hier. Ich glau mal ein bisschen, ich hau mal ein bisschen Lava drauf. Einer ist gleich tot. Der eine ist fast kaum verletzt und den anderen weiß ich nicht.